Herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed. Ja, ich habe das letzte Mal ja hier Pause gemacht und sowas. Wir haben das letzte Mal den Robert getötet und jetzt war das halt so, dass die Assassinen angeblich, also Geschweine, uns suchen. Ja, und ich weiß nicht, was da los ist. Und wir gehen jetzt mal zu Lucy, die guckt da so ganz, ganz, ganz komisch. Tut mir leid, Desmond. Er erwähnte die Wüste, glauben Sie? Nein, sie haben ein Team dorthin geschickt, aber der Ort war verlassen. Ich weiß nicht, wo ihre Eltern sind und kann nicht versprechen, dass sie noch leben. Aber ich glaube, sie konnten fliehen. Danke. Danke fürs Nachsehen. Es ist nicht so schlimm, wie es scheint. Wovon reden Sie? Die haben gerade buchstäblich meine einzige Chance, hier herauszukommen, gekillt. Und dann finde ich heraus, dass die Assassinen fast ausgerottet wurden. Und Gott, ich weiß immer noch nicht, was diese Leute vorhaben. Ich weiß nur, dass sie mich töten werden, wenn sie fertig sind. Ich bin am Arsch. Was soll ich jetzt tun? Haben Sie ein bisschen Vertrauen. Sie sind. Vertrauen Sie. Ruhen Sie sich aus, Desmond. Sie werden die Energie brauchen. Ah, hat sie noch mehr zu sagen? Gar nicht müde? Kann nicht reden, hab zu tun. Gut, dann nicht. Dann gehen wir mal hinter den PC, gucken, ob wir ran können. Nee, können wir nicht. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal pennen. Also, wir gucken, ne, ob alles okay ist. So, jetzt geht die Tür zu. Gucken wir erstmal hier, ob irgendwas noch ist. Auch nicht, nö. So. Da wollen wir mal nochmal rausgehen hier. Jetzt sind sie nämlich alle weg. Und gucken wir mal, was die so wollen hier. Zugriff gewährt von Lucy. Guck mal. Stift, Fallakte. Bringt nichts. Haben wir schon alles durchgelesen. So, dann gehen wir mal hier an den PC. Gucken, was der so hat. Drei gelöschte Kämpfzimmertür. Allgemeine Erinnerung, bla bla bla. Kennen wir, ich weiß, was er tut. Ich weiß auch, kennen wir auch. Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Aber es bringt uns bestimmt nichts. Doch. Doch. Da bin ich ja mal gespannt, ja. Ob es hier irgendwas gibt, was mich so ein bisschen interessiert. Hier kommen wir noch nicht weiter. Okay, das ist etwas schade. Aber hier steht noch ein PC. Gucken wir mal. Projekt Willkommen bei Projektleitung 9. Okay. Warren, die anderen und ich haben die Review der Animus-Aufnahmen der Subjekte 12 bis 16 abgeschlossen. Während der Eden-Splitter unsere Priorität bleibt, müssen wir damit fortfahren verbleiben, Artefakte zu lokalisieren und zu verstehen. Ich bin sicher, dass sie dafür Verständnis haben
Obwohl der Satellit dazu gedacht ist, einen Großteil der Arbeit für uns zu erledigen, müssen wir trotzdem um die kümmern, die entweder immun oder irgendwie geschützt sind vor seiner Wirkung. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um unsere Ergebnisse zu sichten. Geben Sie uns dann ein Feedback nach folgend eine kurze Zusammenfassung. Innenspitzer Nummer 3, wir applaudieren Ihre fortlaufenden Bemühungen nach Verlust von Nummer 2 im DIA, Satellitenausfall einer alternativen Lokalisierung. Wir verstehen, dass Subjekt 17 Probleme hat, sich an den Animus zu gewöhnen, was zu Verzögerung führt. Als Ergebnis schätzen wir weiter 24 Stunden bis zum nächsten kritischen Update. In der Zwischenzeit bereiten wir ein Rettungsteam vor und versetzen es in Alarmzustand. Wir verlassen uns auf Sie, dass Sie das zusätzliche benötigte Infos besorgen können. Er weiß, wo die anderen Objekte sind, auch wenn er es nicht realisiert. Sie müssen die finale Erinnerung freischalten oder alles war umsonst. Zweitens, Philadelphia-Projektdaten, die wir vom Animus-Objekt 12 erhalten haben, zeigen, dass sich das Schiff für etwa 18 Minuten in einem zukünftigen Status manifestiert hat. Es ist unklar, ob die Zeitlinie mit unserer übereinstimmt oder parallel verläuft, obwohl wir genug Daten retten konnten, um das Original im Experiment verwenden, Artefakte zurückzubringen. Operin hat sich die Verwaltung unter Benutzung paradoxer Bedenken geweigert, das Projekt voranzutreiben. Die Firmenregel bleibt aber bestehen. Alle Objekte, die bewiesen, bla 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 bla. Ich habe jetzt, boah, wie lange ist das denn noch? Das könnt ihr euch alles jetzt durchlesen. Tunuska, Zwischenfall, mittlerweile wird da angekommen. Dann gibt es einen Begriff. Artefakt, Personalabteilung sollten versuchen, den auf Kral, wir entfernen den Kral von unserem Zeitlichter. Okay. Die suchen ja fast nach allem, ey. Es ist schon krass, also ich glaube, die haben hier sogar schon mehrere Teile verbunden. Bin mal gespannt, aber ich glaube, da war immer noch was bei Warren am PC und ich war da bloß so schnell weg. Gucken wir mal, wa? Oh, das blinkt. Aber wir können nichts machen, schade auch. Oh, ich guck mal ganz kurz auf mein Handy. So. Jetzt bin ich wieder da. Barbara Wittig, waren ihr Stift, Laila, Lucy, Stillman, Konfizimmer, ich weiß, vertrauliche Informationen. Ich will das jetzt. Scheiß drauf. Ich lese das jetzt alles nicht durch, Mann. Ich habe da recht, da keine Langeweile. Wir machen da mal weiter. So. Dum, 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 dum. So, wir gehen jetzt mal Haia Haia machen. Hoch. Noch früher als sonst, Doc. Ich würde das gerne so schnell wie möglich hinter mich bringen. Wenn Sie es sagen. Seien Sie nicht so niedergeschlagen, Mr. Miles. Heute ist ein historischer Tag, an den man sich noch lange erinnern wird. Einige von uns, zumindest. Na komm schon. Komm schon, Desmond. Desmond Miles. Na, mal gucken, ob sie was zu sagen hat. Nope, hat sie nicht. Oh, da wollen wir uns mal auf den Animus legen. Und natürlich den großen historischen Tag machen. Nämlich das hier. So, Erinnerung, Datenbank, bla bla bla. Wollen wir jetzt aber machen. Yeah, mal gucken. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Wir drehen uns im Kreis. Was ist geschehen? Wo sind alle hin? Den Meister zu sehen. Waren es Templer? Haben sie angegriffen? Sie folgen dem Weg. Welchem Weg?
Wovon redet ihr? Dem Weg zum Licht. Sprecht klar. Es gibt nur, was der Meister uns zeigt. Das ist die Wahrheit. Ihr seid von Sinnen. Auch ihr werdet dem Weg folgen oder vernichtet werden. So befiehlt es der Meister. Es war Al-Mualem, oder? Was hat er euch angetan? Preiset den Meister, denn er führte uns zum Licht. So. Okay, hier sieht ziemlich grau alles aus. Fast keine Farben mehr. Man sieht nur noch so ein bisschen das Rot. Er ist das Licht. Er ist der Weg. Aber ich bin echt mal gespannt, was da jetzt so rauskommt, jetzt hier. Aber ich denke mal, unser Meister Alan Amualet oder wie der da heißt, ne? Der hat uns bestimmt. Sprich nur, Meister, und zeige uns den Weg. Der hat uns bestimmt noch verarscht und so. Und mehr auch nicht. Der wollte bestimmt nur das Ding für sich alleine haben. Okay, gefällt mir gar nicht. Ich hol mir deine Kopf. Ey, es war so klar. Okay, ihr wollt es nicht anders. Oh meine Fresse, ich krieg hier richtig in die Fresse. Alter, wollt ihr mich verarschen? Da kommen ja immer mehr, Alter. Zack. Jetzt haben sie alle Schiss, Alter. Aua. Was soll das? Hier oben. Also, die helfen uns. Boah, ich wollte schon sagen, Alter. Jetzt kommen schon die ganzen. Ihr habt euch eine gute Zeit ausgesucht. So scheint es. Seid auf der Hut, Freund. Al-Mualem hat uns verraten. Ja, ebenso wie er seine Templerfreunde verriet. Woher wisst ihr? Nach unserem Gespräch kehrte ich in die Ruinen unter Salomons Tempel zurück. Robert hat Tagebuch geführt. Jede Seite eine neue Enthüllung. Was ich lesen musste, brach mir das Herz. Aber es öffnete auch meine Augen. Ihr hattet recht, Altair. Der Meister hat uns nur benutzt. Wir sollten das Heilige Land nicht retten. Wir sollten es ihm ausliefern. Wir müssen ihm Einhalt gebieten. Seid vorsichtig, Malik. Was er den anderen tat, wird er auch uns tun, sobald er kann. Haltet euch fern von ihm. Was schlagt ihr vor? Mein Schwertarm ist noch stark und meine Männer immer noch die meinen. Es wäre ein Fehler, uns abzuweisen. Dann lenkt seine Lakaien ab. Greift die Festung von hinten an. Wenn ihr sie von mir ablenkt, kann ich vielleicht zu Al-Mualem durchdringen. Ich tue, was ihr verlangt. Diese Männer, sie sind nicht sie selbst. Wenn ihr es vermeiden könntet, sie zu töten. Ja. Nur weil er die Gebote der Bruderschaft verraten hat, müssen wir das nicht auch tun. Ich tue, was ich kann. Mehr verlange ich nicht. Friede sei mit euch, mein Freund. Eure Anwesenheit hier wird Frieden bringen. So, wir müssen jetzt weiter nach hoch. Wir müssen jetzt leider da lang. Wir müssen zu Mohammed Alid oder wie der heißt. Wenn ich falsch ausgesprochen habe, dann sagt's mir.
Ey, die sind ja alle weg hier. Ach, da ist ja der kleine Penner. So viele Unschuldige. Ich muss aufpassen, dass ich ihnen kein Leid zufüge. Ja, so für ohne So, der ist jetzt hier irgendwo. Nein, da ist eine Aufnahme gestartet, okay. Nein! Was geht vor? Ah, der Schüler kehrt zurück. Ich war nie fürs Davonlaufen. Und nie fürs Zuhören gleichwohl. Deshalb lebe ich noch. Was soll ich mit euch machen? Lasst mich gehen. Oh, alter ihr. Ich höre den Hass in euren Worten. Spüre seine Hitze. Euch gehen lassen? Das wäre unklug. Warum tut ihr das? Ich fand Beweise. Beweise für was? Dass nichts wahr ist. Und dass alles erlaubt ist. Kommt. Vernichtet den Verräter. Stoßt ihn aus dieser Welt. Die sind doch alle tot, Alter. Wow. Was geht hier ab, Mann? Okay. So, das hätten wir auch. Stellt euch! Oder habt ihr Angst? Ich habe vor tausenden Männern gestanden. Jeder davon euch überlegen. Und sie alle sind gestorben. Durch meine Hand. Ich habe keine Angst. Beweist es. Was sollte ich fürchten? Seht nur, über welche Macht ich verfüge.